Schule ist hart. Und dann noch ein Monsterschüler zu sein, bringt ganz neue Herausforderungen mit sich. Ein ganz normaler Typ, der vor sich hin löst. Oder doch nicht? Wow, ich wollte den nicht kaputt machen. Wieder beißt einer ins Gras. Superkraft. Ich bin's wirklich leid, alles neu zu kaufen. Guten Morgen. Das war eine erholsame Nacht. Ich habe einen langen Tag vor mir. Aber gut für mich. Das Fertigmachen dauert nie sehr lange. So. Warum beschweren sich Leute, wenn sie ihr Bett machen müssen? Ich bin nicht in der Stimmung dafür. Ach Mann, das passiert immer. Puh, was soll ich heute anziehen? Das ist okay, denke ich. Oder bin ich in einer Schnösellaune? Ich denke, das ist es. Wow. Kann nicht ohne Frühstück in den Tag starten. Und eine heiße Tasse Kaffee. Der ist eiskalt. So geht das. Oh oh, sieht aus, als ob Ellie hier ist. Morgen, David. Oh, ist das Kaffee? Du bist der Beste. Hatte ich die nicht voll gemacht? Das ist Ellies Handschrift. Wir sollten besser los. Aber wir kommen zu spät. Ich wollte nur meinen Rucksack. Auch Monster, trocken im Auto. Hä? Ich liebe einfach einen guten Morgenlauf. Schau, David, das bist du. Sie ist so eine Spinnerin. Du willst ein Rennen? Na gut. Bis später, Trottel. Ich werde gewinnen, oder? Schön, dich hier zu treffen. Ich jetzt? Komm schon. Loser. Du bist ein Loser. Sieh dich im Unterricht. Wir alle haben unsere Stärken. Und Lip-Syncen ist meine. Bin ich froh, dass endlich Mittagspause ist. Und ich habe mir einen super leckeren Salat gemacht. Wow, der sieht so köstlich aus. Ellie war wirklich ziemlich hungrig. Und jetzt ist er alle. Aber ich habe immer noch Hunger. Schau, was diese Mädchen essen. Sie genießen wirklich ihr Essen. Ich muss mir davon etwas besorgen. Jetzt ist Showtime. Es wird ihnen nichts ausmachen, wenn ich eine Pommes schnappe. Mann, ist die gut. Und ein kleiner Bissen von diesem Burger. Sie wird es gar nicht bemerken. Mann, ist das ein Volltreffer oder was? Ich lasse niemanden mit leeren Händen zurück. Oh. Was mache ich hier? Wo soll unser Essen hin? Ups. Hier ist etwas Unordnung. Hey, wo ist jetzt? Ich habe Hühnchen mitgebracht. Könnte ein wenig Hitze vertragen. Ich muss aufpassen, dass es gut durch ist. Perfekt. Wer würde sie nicht so frisch haben wollen? Nur noch eins. Hat so viele. Zeit für den ersten Bissen.
darf doch, oder? Oh, lecker. So befriedigend. Aber ich könnte noch mehr vertragen. Was? Wo ist das ganze Hühnchen hin? Ellie? Vergibst du mir? Ah! Ist Ellie wieder beim Lernen eingeschlafen? Aber die Präsentation? Hä? Was ist passiert? Dieser blöde Alarm! Meine Präsentation! Komm schon, reiß dich zusammen, Mädchen. Das sollte doch okay sein, oder? Ich muss los. Warum auf den Bus warten, oder? Ich schreibe David besser eine SMS, dass ich auf dem Weg bin. Wer ist dieser Typ? Sorry, ich weiß. Keine SMS schreiben und rennen. Ah! Ich habe diesen riesigen Baum nicht gesehen, aber ich sehe ein paar Sterne. Oh, mir brummt der Schädel. Bin ich in der Schule? Ich kann mich nicht erinnern, hierher gekommen zu sein. Wahrscheinlich ein weiteres Geschwindigkeitsmissgeschick. Meine Zettel haben durch die Geschwindigkeit Feuer gefangen. Toll. Los, geh aus. Miesester Tag ever. Zu schade, dass ich das nicht per E-Mail schicken konnte. Kannst du das erklären, Ellie? Bitte, geh. Nur noch eine letzte Sache. Das ist schon viel besser. Geh, bevor ich den Direktor rufe. Dieser Monster heutzutage. Mann, bin ich froh, zu Hause zu sein. Hätte ich schwören können, dass ich meine Schlüssel dabei habe. Keine Panik. Die müssen hier drin sein. Oh Mann. Also, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Problem gelöst. Außer, dass wir jetzt eine neue Tür brauchen. So, du hattest den Schlüssel? Ich schätze, ich hätte dich zuerst fragen sollen. Wenn du einen langen Weg vor dir hast, macht eine gute Playlist einen großen Unterschied. Außerdem, warum laufen, wenn du tanzen kannst? Ein bisschen seltsam. Aber wenigstens hat Thomas Spaß. Vorsicht mit der Drehung, Kumpel. Meine Schnürsenkel. Das hätte böse enden können. Warte. Ist das ein Auto, das in diese Richtung fährt? Upsi! Thomas, pass auf! Uh-oh! Wo ist das Ding? Schneller binden, Bro, komm schon! Wow! Ich möchte nicht sterben! Was? Wie machst du das? Du hast mir das Leben gerettet. Wofür ist Superstärke sonst noch gut? Danke. Lass mich erst runter. So. Gerne. Ah, links. Mein Schuh, stimmt. Ich hoffe, das Auto ist gut gelandet. Wo ist es überhaupt? Glaubst du, du würdest einen Tag in der Schule mit Superkräften überleben? Es sieht ein bisschen schwieriger aus, als es scheint, nicht wahr? Achte darauf, das Video mit deinen Freunden zu teilen. Hast du die schon angeklickt? Abonniere unseren Kanal, damit du nichts mehr verpasst.